Auf in den finsteren Wald oder in den hübschen Wald, je nachdem. Ich glaube in den hübschen und finsteren Wald. Das sieht aus wie ein Non-Con-Lager. Oh. Vielleicht sind sie aus Onkels Dorf. Wo sie wohl hin sind. Hier steht das klingt was. In der deutschen Version auch ein bisschen komisch, so Onkel, dass sie immer Onkel sagt, also den Namen nicht von ihnen dann noch sagt. Ja. Lenas Tagebuch. Wir haben den Schwarmüberfall. Bestimmt. Dann wird ein Selfie hier rumliegen. Wir haben den Schwarmüberfall nur mit knapper Not überlebt, aber kurz darauf fängt sich Freddy eine Kugel von einem gottverdammten DB drüben im Jameson-Depot ein. Was wollt ihr hier, Chor? Er ist tot. Nur Norsko und ich leben noch. Was für eine Scheiße. Ich habe das mit Norsko besprochen. Morgen früh wollen wir Hilfe rufen. Wir müssen die Funktürme überprüfen. Mit dem im Norden fangen wir an. Vielleicht funktioniert ja einer davon noch. Viel erhoffe ich mir davon aber nicht. Norsko fragt mich immer zu, Lena, warum sind wir nur fortgegangen? Warum haben wir uns das nicht besser überlegt? Darauf weiß ich keine Antwort. Sie waren aus Oskarsdorf. Lena und Norsko. Hier steht, der Schwarm griff ihr neues Zuhause an und sie flohen. Aber hier war es dasselbe. Wir sollten sie suchen. Sie müssen das mit Onkel erfahren. Will ich eine Snap haben? Nö. Kommen wir wahrscheinlich so ein bisschen in so einen Star Wars Wald. Schau mal, die Bäume sehen doch schon so ein bisschen so aus wie auf Endor. Mhm. In dicken Stämmen. Redwood. Ja. Ich hatte mich ja bei dem Dorf vorhin noch ein bisschen so, ja, es ist zwar verschneit, aber hatte doch recht sehr warmes Licht und so. Ja. Und gerade so warmes Licht im Winter, oder das ist ja dann trotzdem irgendwie kalt, da dachte ich mir so, ah, schade, ich hätte es gern kühler gehabt. Aber ich war natürlich wieder nicht geduldig genug, weil hier ist jetzt genau richtig. Sehr schick. Achso, jetzt hat es mich wieder... Ah, nee, habe ich dich weitergezogen? Ja. Ui. Holla. Hier spielt der Benchmark in dem Wald. Ja. Marcus, hier ist keine Einrichtung. Hier ist nur ein alter Wald. Glaubt mir, sie ist da. Weiß Jin von diesem Ort? Alle Ministerpräsidenten wussten es. Und haben dasselbe getan. Wachen aufgestellt und es geheim gehalten. Geheimnisse, was? Die scheint ja heutzutage jeder zu haben. Gebt mir Bescheid, wenn ihr euch nähert. Zentrale Ende. Und was soll da jetzt genau sein? Naja, eine Forschungs- ein Heilmittel, Basis, oder? Sondern eine Basis, die aber getarnt ist als irgendein Lager. Ein Außenposten. Ein Lager, ja. Und was soll in der Basis sein? Irgendeine Antworten Rettung für Kate? Für sie. Oder zumindest Antworten. Ich weiß nicht, ob eine Rettung, aber... Das klang ja gut. Könnte man eigentlich auch immer machen, so eine geile Stimme aus dem Off. Die klingt, als wäre es jemand anderes. So wie der Regisseur bei Ruckzuck. Ich habe mir eh für ein kommendes Let's Play ein Gag überlegt. Ich muss nur noch das richtige Spiel dafür finden. Okay. Das braucht ein bisschen Vorbereitung, aber es könnte ganz lustig werden. Ich bin gespannt. Schau mal an den Baum hoch, wie geil das aussieht mit dem Schnee und dem Eis, was da festgefroren ist. Vor allen Dingen, das ist doch schon so ein Foreshadowing für einen richtig fiesen Schneesturm, oder? Die bauen doch nicht ein Schneelevel, wenn sie im letzten Spiel Stürme drin hatten, ohne einen richtig fetten Schneesturm. Wäre doch verrückt. Ja, das geht nur wirklich nicht. Ja. Der Sturm kommt immer näher. Ja, okay. Das sieht aber auch gut aus, ne? Holla! Ja, so Supercell. Wow. Erinnert mich ein bisschen an den Sturm am Anfang von Episode 1 von, Half-Life. Star Wars. Nee, ach so. Ja, stimmt. Na, noch ein Chorsiegel. Das muss der richtige Ort sein. Ladies first, oder wie? Oh, 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 sie hat schon wieder Visionen. Wir sind dir doch alle egal. Dir doch egal. Wer kann dir noch trauen? Hast du jetzt auch nicht gesehen, ne? Nee, oh Mann. Mir ist gerade plötzlich, JD entgegengekommen und hat gesagt, wir sind dir doch alle egal. Und dann kam die Stimme von der Königin, wer kann dir noch trauen? Die Locust Queen oder welche Queen? Also ich glaube, dass es eine Locust Queen ist. Oder also es ist zumindest eine weibliche Stimme, die ein bisschen klingt wie die Locust Queen. Nun Kons, Chor, Schwarm. Wir wussten echt als Einzige nichts von diesem Ort.
Das ist jetzt wieder diese blau-rot Lichtstimmung aus dem Vierer. Wir haben da vorne was. Sehen wir es uns an. Wir haben was. Wir haben sie und was machen wir mit ihr? Beobachten Sie das erstmal weiter. Hier, Jameson Depot. Ja, das Fake Depot. Ist auch geil, wie man ein bisschen weggeschoben wird vom Wind. Hey, hier oben! Ja, weil man keine Spur mit genug Profil. Wow. Uiuiui. Das ist der Benchmark. Oh shit! Achtung! Da kommt Eis! Der Eismann. Kate, Dell, eins noch. Wenn ihr drin seid, werdet ihr Sachen herausfinden, die echt unten sind. Marcus, wir verlieren dich! Das ist der Sturm! Geh weiter! Wir müssen New Hope finden! Wie viele Akte hatten das? Weißt du das? Also normalerweise haben die eigentlich in der Regel 5 Akte, die Spieler. Die Gears-Spieler. Also wenn ich mich recht entsinne. Wetter in Spielen. Ja, also genau. Der Anfang von Resistance 3, wo dieser Sturm immer krasser aufzieht. So geil. Ich weiß noch das allererste Video von Ultima 9, wo sie die Engine demonstriert haben und dann auch so einen Sturm haben aufziehen lassen. Und auf einmal wird der Himmel so düsterer und so ein, ich weiß nicht mehr was das war, hat sich dann so im Wind bewegt. Hatte man bis dato noch nicht gesehen gehabt. Da ist ein Klotz! Jins Wachen wurden wohl umgedreht! Erledige ihn einfach! Jetzt erledige ihn halt einfach. Boah. Wow. Blockier ihn! Oh. Warum gibt die jetzt auf einmal die Befehle hier? Ja, weil sie geistig wahnsinnig geworden ist. Ja, kann man auch nicht geistig wahnsinnig werden. Oh, der hat ja doch so empfindliche Stellen. Was sind diese Füße? Oder? Das leuchtet manchmal irgendwo bei ihm so ein bisschen. Ich versuche mal ihn zu flankieren und ich habe eine Boomshot. Und ich werde sie benutzen. Ja, das sind manchmal so kleine, runde Leuchtedinger an ihm dran. Das scheinen so ein bisschen empfindliche Stellen zu sein. Du musst mich ein bisschen decken. Ich schieße den einfach ab. Machen wir es uns doch einfach. Zack. Oh, hier liegt noch ein. Da weht's voll die Brocken von ihm weg. Das ist ja geil. Da hat es jetzt so Brocken von ihm weggeweht und die hat es durch den Schnee. Da schau mal hier. Hat es da so Spuren reingedrückt. Das sind so Fetzen von ihm, die es weggeschoben hat. Ja, stimmt. Alter, ist das krass. Da sind die Physik-Effekte reingegangen. Hilf mir beim Öffnen! So cool mit dem Sturm, wie das auch sie echt wieder sie wegdrückt und so. Komm schon, Jack! Ja, wir sind jetzt drin. Im Hauptgebäude, glaube ich. Also gut, ihr sucht nach einem Biogenetiklabor. Der Eingang ist ein langer Flur, an dessen Ende sich eine runde Tür befindet. Verstanden. Wir melden uns, wenn wir es finden. Collectible, Achtung. Abgefangener Brief. Colonel Tolman, ich entschuldige mich für den Protokollverstoß, den ich begehe, indem ich Sie direkt anschreibe.
Ich hoffe jedoch, dass Sie mir als Freund der Familie aus einer verzweifelten Lage helfen können. Als das Kommando mir eine Stelle als Wache in der New Hope Forschungseinrichtung anbot, sprach man von einer Karrierechance, einer Chance, Forschungsarbeit zu unterstützen, durch die sich die Rostlunge ein für alle Mal heilen ließe. Doch es kam anders. Man befahl mir, die Kranken an ihre Bettgestelle zu ketten, als wären sie keine Patienten, sondern Gefangene. Ich musste schreiende Kinder am Boden halten, während Männer mit Laborkitteln und Nadeln ihnen Blut abnahmen und sie danach zitternd liegen ließen. Niles Sampson entwickelt kein Heilmittel, er entwickelt Dinge. Ich kann nicht sagen, was genau, das kann niemand. Doch bei dieser Sache kann nichts Gutes herauskommen, das garantiere ich Ihnen. Ich flehe Sie an, Colonel, sprechen Sie mit dem Vorsitzenden Monroe. Sagen Sie ihm, dass die Leute hier leiden. Sagen Sie ihm, dass Dr. Sampson durchgedreht ist. Ich kann nicht länger untätig zusehen. Mit freundlichem Gruß, Private Sid Redburn. Darunter steht in einer anderen Handschrift geschrieben, in der Poststelle abgefangen, Redburn muss hier weg. Meine Theorie, die Locust wurden von den Menschen gebaut, von der Core, nämlich um billige Minenarbeiter zu haben, die die Emulsion zutage fördern oder so. Also ja, die Menschen haben die Locust geschaffen. Das ist, wie gesagt... Das ist schon bekannt, oder? Ja, es ist eigentlich schon bekannt. Es wurde halt in den Spielen nicht wirklich doll erzählt, aber eigentlich kann man das schon über das Universum wissen. Das ist nichts, was jetzt dieses Spiel tatsächlich... woher weiß man das dann? Neuert. Ich bin nicht mehr ganz sicher, woher ich das weiß, aber das, also das ist eine Info, die noch ein Chorsiegel. Nicht neu hey, jetzt in diesem Spiel war. Ich hab einen Weg gefunden. Okay. Ich weiß nicht, ob das in den Comics teilweise dann mit drin war oder in den Büchern oder in den Comics, die man in den Spielen finden konnte und so. Wir sind hier nicht allein. Keine Sorge, das wird schon. Nehme ich an. Oder in den Comics, die man in den Büchern lesen konnte. In ja, der Webseries. Was ja so komisch ist, ist, dass das, das... Marcus, wir haben deine runde Tür gefunden. Sie wurde wohl aufgesprengt. Oh ja, stimmt. Das war sogar ich. Hatte ich ganz vergessen. Was jetzt? Okay, sucht einen anderen Weg rein. Das Labor ist voller Stasis-Tanks. Daran könnt ihr es erkennen. Stasis-Tanks. Verstanden. Hier, dass laut dieser Hintergrundgeschichte das Ganze eigentlich erst so um die 100 Jahre her ist. Das ist wohl irgendwie, es ging um die Heilung für diese komische Rostlunge-Krankheit. Die hatten danach geforscht und bei dieser Forschung ist irgendwas schiefgegangen und am Ende sind halt diese Locusts da rausgekommen. Du hast Marcus gehört, suchen wir einen anderen Weg. Und diesmal hast du mich vorgezogen. Entschuldigung. Warte mal. Oh Mann, der schon wir wieder. Wir haben womöglich ein Problem. Ja, das haben wir definitiv. Aufseher! Aufseher heißt der. Ja, und was halt so merkwürdig ist... Granate raus! Also diese ganze... Boah. Die Locust wurden von Menschen erschaffen, Geschichte. Ich glaube nicht, dass das ganz am Anfang... als sie dieses Universum sich ausgedacht haben, schon so feststand. Weil, was ja so ein bisschen komisch ist, diese Locusts sind, eigentlich existieren die erst seit ungefähr 100 Jahren. Und das passt halt überhaupt nicht zusammen, wenn man sich anschaut, dass sie halt so ganze Kultur, also wie ihre ganze Kultur aussieht. Sie haben ja ganz eigene Architektur, sie haben eigene Technologie, sie haben halt eine ganze Kultur. Sowas entsteht halt nicht in 100 Jahren. Vielleicht sind sie halt schnell. Aber also im zweiten Teil bist du doch in diesen unterirdischen Ruinen unterwegs und die sehen doch schon Jahrhunderte alt aus. Schau dir die Amis an, die haben jetzt gerade mal eine Kultur seit 250 Jahren und sind trotzdem der Meinung, dass es nicht mehr braucht. Da ist was dran. Erledigt! Was macht der verdammte Aufseher hier? Ein Aufseher bedeutet, dass die das hier in einen Schwarmstock verwandeln wollen. Scheiße. Finden wir, was wir suchen und verschwinden dann. Es hat gerade von der Optik was, auch jetzt mit diesem komischen Stab von ihm auf dem Boden, wie Lost Planet, das erste. Das mochte ich auch. Hier ist so eine Garage. Hilf mir! Warte mal, brechen wir noch mal kurz ab. Wollen wir ganz kurz mal hier hinten schauen, ob hier hinten an der im Schuppen noch irgendwas ist, weil manchmal doch dann doch noch irgendwas versteckt rum.
Komm mal, hier kann man die Tür noch eintreten. Scheiße. Mehr von denen. Kate, mal sehen, wo das hinführt. Okay, ins Nichts. Okay, Kumpel, mach den Safe auf. Kannst du schon wieder upgraden? Glaub nicht, das sind jetzt nur 3 Komponenten, die wir bis jetzt. Aber schau mal ganz kurz. Nee, aber es waren ja schon mehr in der Zwischenzeit. 9 haben wir jetzt, ja. Reicht aber nicht, um für. Machen. Kann ihm halt mehr so Leben und so geben, aber. Das Scheiße! Da kommen noch mehr aus dem Hauptgebäude! Aber das. Bis jetzt war das alles noch nicht notwendig. Mach mal so ein. Schockfalle! Ja, genau. Wie das schon kriegt. Die ist echt praktisch gegen die. Was hast denn du da für eine Waffe? Overkill. Ah, okay. Weil die sieht von der Seite aus wie so eine Sonic-Waffe. So würde sie so eine Sonic-Strahl schießen. Sonic Boom. Ja, irgendwie so ein bisschen in die Richtung. Oh, die Texturen auf den Waffen sehen auch gut aus. Dadurch, Kleiner. Du auch. Das könnten Stasis-Tanks sein. Stasis-Tanks. Aber was? Nichts Gutes, das ist klar. Beiweise. Das habe ich noch nie gesehen. Alteisen. Schalten wir es aus. Leise. Au. Fuck. Au. Alteisen ist ja auch geil. Klasse. Jetzt immer weiter so. Da zum Beispiel, da kombinieren sie das jetzt mit Gelb. Und sofort wirkt es irgendwie frisch. Wie viele Diebe sind hier überhaupt stationiert? Blau und Orange, das hat man. Blau und Orange. Mhm. Das hat man jetzt echt schon so oft gesehen. Und kaum, dass du mal was anderes kombinierst, ist schon wieder cool. Grün und Gelb wäre jetzt Bioshock-Look. Stimmt. Naja, aber was ja dieses mit diesen alten Basen und sowas finden, das ist ja durchaus was, was sich durch die Serie zieht. Das haben sie ja total oft schon gehabt. Oh, mit der Engine neues Bioshock. Oh ja. Dass wir aus der Marke nicht mehr machen, oder? Ich meine, 2K ist jetzt so, jetzt haben sie Borderlands, aber ich meine, ist ja nicht so, dass die keine Brands noch auf Tasche hätten. Wieso machen die denn nicht? Oh shit. Aber ich bin mir relativ sicher, dass die da schon irgendwie beauftragt haben. Fragt sich nur wen. Tja, mal schauen. Vielleicht auf der nächsten E3 oder so. Wen haben denn die noch? Haben die noch wen? Als Studio? Ja. Naja, sie könnten ja vielleicht über ihre neue Private Division. Das irgendwie. Das wäre ja vielleicht tatsächlich eher was für Private Division Produktion, weil es ja doch eher was Kleineres ist. Also zumindest im heutigen Markt. Ja, im heutigen Markt ist das ja keine so große Produktion. Meinst du? Ich glaube, ein Bioshock wäre ein One More Thing auf der E3, bei der PK, wenn es. Ja, aber was du. Ich meine jetzt vielleicht auf so einer Messe zur Präsentation, aber ich meine jetzt eher im Sinne von, was du damit verdienen kannst. Ach so, ja, das vielleicht. Also da ist es nicht mehr. Ich würde ein kleineres E lieber wollen, aber gut. Hohe Nummer. Frictional sollte das mal machen. Die hätten auch ein neues System Shock machen sollen. Was haben die vorher? Was machen die eigentlich gerade? Soma. Und Soma war ja das beste System Shock seit System Shock 2. Weiß gar nicht, woran arbeiten die. Haben die irgendwas angekündigt? Keine Ahnung, nee. Feind ausgeschaltet! Okay, die läuft. Ach scheiße, jetzt habe ich diesen Relic Amber Ricke. Passt so, als wolle uns jemand aufhalten.
Kate, der Flur hinter dem Gas. Bin verwundet. Ach, scheiße. Jetzt habe ich was falsch gemacht. Sorry. Entschuldigung. Ich bin in dieses Gas reingesprungen und habe die Tri-Shot aufgenommen, aber du kannst mit der Tri-Shot ja nicht springen. Das sind definitiv ich jetzt falsch, keine Stars. Falsch gedacht. Aber was zur Hölle dann? Dann würde ich sagen, machen wir den nächsten Versuch in der nächsten Folge auch. Das können wir machen. Also, bis denn. Ciao. Bis dann, ne.